Jetzt wollen wir aber natürlich unseren nächsten Speaker dazu holen. Und zwar ist das der Jan Müller. Ich glaube, kaum jemand in Deutschland kennt sich besser mit Ads bei Snapchat aus als er. Denn er kann das Ganze sogar mit Fokus auf Performance. Er hat schon verschiedenste Videoreihen aufgenommen, die auch bei YouTube sehr gut angenommen werden. Berät viele Advertiser und weiß einfach, ja, was da, ja, was da funktioniert und was nicht. Ich glaube, das ganze Thema ist halt einfach sau wichtig und ich weiß, dass ich aus der, ihr musstet ja bei der Anmeldung eine Präferenz angeben, was euch interessiert. Weiß ich, dass vor allen Dingen viele Advertiser und Agenturen im Publikum großes Interesse haben und wahrscheinlich dringend nach weiteren sinnvollen Performance-Kanälen suchen. Und wir hoffen, dass der Jan uns die heute mitgebracht hat. Einen wunderschönen guten Morgen, Jan. Heute schon gesnappt. Ja, moin Marc. Schön hier sein zu können und danke für die Einladung. Freue mich sehr, am Digital Bash teilnehmen zu können. Und ja, na klar, heute schon Sehr gut, sehr gesnappt. gut, sehr gut. Dann blenden wir auch schon mal direkt deine Slides ein. Das werden wir Kommt wahrscheinlich. sofort. So, Screen Share und go. Jetzt müsstet ihr es im Fullscreen sehen. Kannst du mir das sagen, ob das stimmt? Nope. Wir sehen die Slides aber noch nicht im Fullscreen, sondern in der Presenter oder in der Bearbeitungsansicht. Gib mir eine Sekunde. Ich glaube, man 15 muss Sekunden. bei Zoom manchmal erst auf Vollbild schalten und dann sieht man es. Ne? Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, ich versuche es gerade hier im Playing in a different. Pardon. Ich versuche es gerade Ja, alles gut. im. So. Solange, wenn die Bildschirmpräsentation als solches funktioniert, das ist schon immer das ist schon immer mehr als die halbe Miete. Oh, es Ich könnte wollte es nicht im mehr Window aussehen. Ich sharen. glaube, wir kennen alle dieses Gelb und wir kennen auch alle den Ghost, den wir jetzt da so halb eingeblendet sehen. Also Sehr cool. es funktioniert. Danke dir, Marc. Ich glaube, ihr müsst es jetzt auch im Fullscreen sehen. Ich habe es gerade versucht, heute mal in Window zu präsentieren, statt im Fullscreen, dass meine Speaker Notes nicht noch reinkommen. Aber das hat sich jetzt erklärt, dass das geht auch so. Schön, heute hier sein zu können. Mein Name ist Jan Müller. Ich bin bei Snapchat in Deutschland für die großen, komplexen, Performance-Marketing-orientierten Werbenden im deutschsprachigen Raum zuständig, also Deutschland, Österreich und Schweiz, und supporte die dabei, nicht nur gute Ergebnisse im Lower Funnel zu sehen, sondern eben auch at Scale. Und ich würde mich heute freuen, euch meine 5 Regeln für Performance-Marketing auf Snapchat mitgeben zu können. Das ist jetzt, sage ich mal, so ein Beginners-Vortrag für Performance-Marketing auf Snapchat. Tiefer eingehen können wir immer one-on-one, aber auch durch weitere Vorträge, die zum Beispiel eben auch auf YouTube zu finden sind. Ich würde sagen, vielleicht bevor ich starte, direkt in die Regeln reingehe. Ich bin sehr, sehr begeistert von Snap, sonst wäre ich natürlich jetzt nicht hier und nicht hier angestellt, aber Snapchat stellt die Bedürfnisse und die Privacy von Usern ganz stark in den Vordergrund. Auch schon am Day One, das Erste, was man auf Snapchat machen konnte, war eben nur Bilder teilen, die nach 3 Sekunden sich von dem eigenen und vom fremden Device gelöscht haben und auch von den Servern. Das heißt, Privacy ist wahnsinnig wichtig für uns und für unsere Nutzer. Meine Begeisterung für Snapchat gepaart mit meiner Begeisterung für Analysen, Daten und grundsätzlich Performance Marketing macht es mir halt relativ einfach, meinen Job als Performance Marketing Experte bei Snapchat auszufüllen. Und entsprechend würde ich euch heute gerne teilhaben lassen an den Gedanken, die ich hierzu habe. Erste Regel: Do your homework. Das Wichtigste für Performance Marketing ist die Baseline und das ist Tracking. Wir hatten gerade einen interessanten Vortrag zum Tracking und zu den in Deutschland und in der EU geltenden Regelungen hierzu. Aber Tracking ist das Wichtigste vorweg, um überhaupt Performance Marketing zu betreiben. Denn wenn ich Performance Marketing betreiben will, setzt das voraus, dass ich eine Transparenz über die Lower Funnel Events habe, die sich durch meine Kampagnenaktivitäten ergeben. Und dass ich nicht nur weiß, welche Purchases zum Beispiel in meinem Webshop oder welche Installs und Signups in meiner App passieren, sondern dass ich auch weiß, dass ich diese Events auch einer Kampagne attribuieren kann auf einem bestimmten Netzwerk. Und das ist nicht möglich ohne ordentliches Tracking. Wenn man auf Snapchat ein ordentliches Tracking implementieren will, dann bräuchte ich als Web-Advertiser andere Lösungen als App-Advertiser. Als Web-Advertiser ist es so, dass ich den Snap-Pixel brauche. Der Snap-Pixel ist ein kleines Schnippchen von JavaScript-Code, welches ich in meinem HTML-Code hinterlegen kann, aber auch in Google Tag Manager integrieren kann. Und das ermöglicht es,
jedwede Aktion, die auf einer Website eines Users, auf eines Advertisers geschehen, dem Snapchat-Server zu übergeben. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Kauf ausgeschlossen wird, wird diese Information dem Snapchat-Server übermittelt. Gemeinsam mit einem Identifier des Users, der diesen entsprechenden Event ausgelöst hat. Darüber kann dann Snapchat ermitteln, ob der User bekannt ist und ob die Aktion, die ja ausgelöst wurde, zu einer Kampagne passt, die diesen User erreicht hat. Damit kann ich letztlich die Lower-Funnel-Transparenz erreichen und eben auch einem Lower-Funnel-Event einer Kampagne attribuieren und damit dann eben den Cost per Acquisition, Cost per Purchase und auch den Return on Advertising Spend ausrechnen für zum Beispiel Web-Performance-Aktivitäten. Ähnlich ist es natürlich auch für App-Advertiser. Ich zeige hier aber nochmal kurz, wie es beim Pixel funktioniert. Eine Ad ist geserved an den User. Der User visitet dann die Seite und entscheidet sich zum Beispiel dafür, ein Purchase abzuschließen. Und dann wird diese Information an den Snapchat-Server übermittelt mit dem User-Identifier. Wie ist das bei App-Advertisern? Könnt ihr mich noch sehen? Ja. Super. Meine Slides sind nämlich gerade weg. Das sehen die auch für alle weg jetzt? Wir sehen gerade einen grauen Hintergrund. Dich sehen wir aber noch in Full HD und hören dich super. Auch in Audio HD oder wie das da heißt. Super. Ja, aber jetzt sehen wir die Slides wieder. Jetzt geht's wieder. Heute ist der Wurm drin. Das Problem war, dass mein Mac schnell einfach mal proaktiv ein Update vorgeschlagen hat und das auch durchgeführt hat. Also wir warten sonst auf Apple. Also. Nee, das würden wir nicht, das sollten wir nicht tun. Ich habe es abgehört. Spaß. Genau. Wie ist das bei App-Advertisern? Die brauchen natürlich kein Snappixel. Die können einfach mit ihrem Mobile-Measurement-Partner arbeiten. Wir arbeiten mit verschiedensten Mobile-Measurement-Partnern zusammen, mit denen wir uns direkt integrieren können. Das sind Adjust, AppsFlyer, Branch, Kochava, mParticle und Singular. Und ich glaube, ich habe sogar noch ein paar vergessen. Das heißt, alle gängigen Mobile-Measurement-Partner, die normalerweise App-Advertiser nutzen, um eben ihre Lower-Funnel-Events, die sie durch Advertising-Aktivitäten generieren, zu messen. All diese können wir mit Snapchat integrieren, durch ein paar Klicks im MMP-Dashboard. Und dann sind alle Aktivitäten, die zum Beispiel App-Install-Kampagnen oder App-Purchase-Kampagnen auf Snapchat oder auch anderen Plattformen betreffen, sind dann im Mobile-Measurement-Partner-Dashboard sichtbar. Und entsprechend aber auch die Lower-Funnel-Events, die dadurch ausgelöst werden. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Snapchat-Kampagne Installs oder In-App-Purchases generiert, dann sehe ich das im Mobile-Measurement-Partner-Dashboard und auch im Snapchat-Ads-Manager, weil beide gemeinsam integriert sind. Jetzt gibt es durch Apples App-Tracking-Transparency-Framework, was mit iOS 14 gelauncht wurde, noch einen kleinen Zusatz, denn für iOS 14.5 und Aufwärts-User gibt es ja die Möglichkeit, dass die User aus dem Tracking komplett ausopten. Die einzige Möglichkeit, sogenannte Opt-out-User doch noch zu tracken als App-Advertiser, ist es, indem man sich der Mobile-Measurement-Lösung von Apple bedient. Die heißt SK Ad Network. Auch die können wir mit Snapchat integrieren. Kann man natively machen oder eben auch über den Mobile-Measurement-Partner, den man sowieso schon für seine Android-Kampagne nutzt. Und dann kann man auch für die Opt-out-User die Kampagnenwerte, abgesehen von Spend und Impressionen und Klicks, eben auch Installs und Post-Install-Events, über SK Ad Network gemessen im Mobile-Measurement-Partner-Dashboard und auf Snapchat sehen. Das heißt, so kann man sozusagen die Baseline schaffen, das Tracking für Performance-Marketing. Wie sieht es aus mit der nächsten Regel? Die nächste Regel ist Know Your Audience oder noch besser ausgedrückt, Target the right people. Bei Performance Marketing geht es darum, die richtigen User zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Kontext zu erreichen. Auf Snapchat in Deutschland haben wir 13 Millionen monthly active User, die ich auch mit Werbung erreichen kann. Also ein bisschen mehr sogar, mehr als 13 Millionen monthly addressable reach. Und ihr seht hier auch noch die anderen Zahlen für Europa. Die Reichweite in Europa ist sehr groß. Insgesamt haben wir aktuell 293 Millionen Daily Active User global. Also da ist schon eine ordentliche Reichweite dabei. Und hier geht es natürlich nicht darum, alle anzusprechen, sondern als Performance Marketing, im Rahmen von Performance Marketing muss ich natürlich die richtigen User ansprechen. Das heißt, ich muss richtig targeten. Ich kann User auf verschiedenste Art und Weisen auf Snapchat targeten. Age, Gender, Location, Device, Operating System, aber eben auch Interessenskategorien. Das sind sozusagen Signale, die Snapchat hat,
von den Usern direkt übergeben und aus deren Behaviors. Aber ich kann auch noch informierter targeten. Ich könnte zum Beispiel meine eigenen Custom Audiences hochladen auf Snapchat, um dann zum Beispiel zu sagen, ich würde gerne jeden retargeten, die oder der in den letzten 180 Tagen etwas gekauft haben. Oder ich würde gerne Lookalike Audiences meiner Käufer der letzten 180 Tage generieren. Ich kann natürlich auch noch dazu Pixel Audiences sozusagen anschalten, um jedwede User zu targeten, die gemessen über den Snap Pixel ein bestimmtes Website-Event oder App-Event ausgelöst haben. Und last but not least, ich kann natürlich auch Engagement Audiences targeten. Das wären alle User, die auf eine bestimmte Art und Weise mit den Werbemitteln auf Snapchat interagiert haben, zum Beispiel hochgewischt haben oder es zu Ende gesehen haben, etc. Das ermöglicht mir dann wirklich ein informiertes Targeten, um die richtigen User zur richtigen Zeit zu erreichen. Ich persönlich empfehle immer, erstmal breit zu starten. Einfach deshalb, weil ex ante sehr schwer ist zu sagen, welche User-Kategorien wirklich und welche User-Segmente am Ende am besten performen werden. Das heißt, startet breit und dann analysiert sehr schnell, welche Audiences am besten funktionieren. Und dann lasst uns ein Aufsplitting machen. Zum Beispiel, man stellt fest, Female funktioniert besser als Male. Also splittet man die Audience in Male und Female und bietet dann zum Beispiel aggressiver auf die Females oder allokiert auch einfach mehr Budget. So viel zu Targeting. Wie sieht es aus mit der nächsten Regel? Do it in style. Do it in style bedeutet nichts anderes als, habt optimalerweise die bestmöglichen Creatives am Start. Wenn wir uns mal die Formate anschauen, die für Performance Marketing sich eignen auf Snapchat, dann sind das quasi alle hier bis auf die beiden Links, Commercials und Filter. Ich würde jedes andere, AR, Story Ads, Collection Ads, Snap Ads und Dynamic Ads, würde ich hierfür sehr empfehlen. Je nachdem, welchen Player wir hier haben, ob das jetzt ein App-Player ist oder Web-Player, würde ich vielleicht nochmal eine kleine Einschränkung machen, aber alle eignen sich sehr stark für Performance-Marketing. Und für jedes dieser Formate gibt es eigene Regeln sozusagen, was mindestens eingehalten sein muss. Aber ich würde auch nochmal sagen, es gibt sogenannte Golden Rules, die für jedes Format sinnvollerweise einzuhalten sind. Nämlich, stellt sicher, dass die ersten Sekunden genutzt werden. Egal ob ein Creative 180 Sekunden lang ist oder 6 Sekunden lang, die entscheidenden Sekunden sind die ersten 3 ungefähr. In diesen ersten 3 Sekunden entscheidet sich eine Userin oder ein User, ob sie oder er interessiert ist und hochwischen wird und interagieren wird. Und in diesen Sekunden sollte die Brand klar kommuniziert sein, der Call to Action klar kommuniziert sein und der Value Add klar kommuniziert sein. Deshalb auch Early Branding, zweite Regel. 60% unserer User nutzen Sound, wenn sie Stories konsumieren. Das heißt, nutzt den Sound. Natürlich ist ein Creative, das auch ohne Sound wirkt, sehr gut. Aber wenn man den Sound noch dazu nutzen kann als Hebel, zum Beispiel mit Voice-Over, kann man natürlich nochmal bessere Performance erzielen. Es gibt verschiedenste Native UI-Elemente, die zum Beispiel den Tab auf den Screen andeuten, dass man die Website visiten kann, die kann man natürlich auch durch Animierung oder durch den Videoschnitt highlighten. Man könnte zum Beispiel eine pulsierende Animation hinter den UI-Buttons integrieren oder ein Model in die Kamera sagen lassen, jetzt hier draufklicken oder jetzt hier hochwischen. Das ist natürlich ein Trick, den man anwenden kann. Und letzte Regel von diesen Golden Rules hier ist, nutzt eine Message. Überfordert die User, insbesondere in den wenigen Sekunden, die ihr habt für ihre Aufmerksamkeit, überfordert sie nicht mit verschiedensten Messages und Call to Actions. Ein Call to Action, eine klare Message, statt zu sagen, wir haben Babynahrung, Kinderwägen, aber auch Motorräder und wir geben 30% auf alles außer Tiernahrung. Das wäre zu viel. Fokussiert euch. So, nächster Punkt. Tell your message through a new lens. Hier geht es darum, nutzt AR für Performance Marketing. AR ist meiner Ansicht nach die nächste Evolution von Advertising. Und wenn man sich das mal so betrachtet, dass AR ist einfach die nächste Evolution nach Video und Images. Image und Video Ads haben Text Ads abgelöst und AR löst diese ab. Es ist einfach ein Schritt näher am Produkt. Ich kann ein Produkt nicht mehr nur sehen und sehen, wie es konsumiert wird, sondern ich kann virtuell es selber anprobieren, selber damit interagieren, etc. User lieben es, mit AR zu interagieren und tatsächlich ist es so, dass User eine größere Wahrscheinlichkeit haben, Produkte zu kaufen, wenn sie das Produkt vorher in AR erlebt haben. Und entsprechend kann ich es nur für Performance-Marketing empfehlen. Wir sehen das auch von verschiedenen Advertisern, die entweder Produkte zum Anprobieren bieten, wie hier Schuhe oder Make-up, aber auch
die Shopping-Erlebnisse virtuell dem User nach Hause bringen oder wo auch immer sich der User befindet. Sei es hier durch einen virtuellen Shop auf der Dachterrasse oder im Wohnzimmer. AR bietet sich wirklich entlang des gesamten Funnels an, weil es den User das Produkt erleben lässt und somit eine Friktion weg vom Kauf nochmal einreißt. Last but not least gehe ich mal kurz direkt auf die letzte Regel ein, fail forward. Das ist eher ein Mindset. Bei Performance Marketing ist man nie fertig. Es ist eine ständige Iteration des Prozesses Hypothese, Test, Analyse, Learnings generieren. Ich werde ständig Hypothesen aufstellen müssen, wer meine beste Audience ist. Dann werde ich das austesten, werde feststellen, ob meine Hypothese stimmt und Learnings daraus ziehen. Und dann werde ich sagen, okay, ich muss das nochmal anpassen. Oder jetzt werde ich feststellen, welche Geburtsstrategie sich am meisten eignet. Entsprechend habt einfach ein Mindset, ihr müsst ständig testen und eure Hypothesen und euer Setup validieren. Denn auch, selbst wenn ihr im Jahr 2021 das bestmögliche Setup für euch gefunden habt, es könnte sein, dass es im Jahr 2022 nicht mehr gilt. Kommt also in den Mindset rein, dass wir hier nie fertig sind. Und die letzte Regel ist keine Regel mehr der 5. Das ist einfach nur, kommt gerne jederzeit auf uns zu, bei Fragen oder Anliegen. Und das war natürlich jetzt sehr kondensiert. Wenn ihr Sachen tiefer für euch sozusagen analysieren wollt oder noch tiefer verstehen wollt, könnt ihr jederzeit auf YouTube die Miniseries Snap Explained anschauen. Da erkläre ich mit mehr Details über 5 Episoden hinweg die Basic Performance Marketing Tools auf Snapchat. Und hier könnt ihr dann noch sozusagen mehr herausfinden. Ansonsten bei Fragen oder Anliegen könnt ihr immer auf mich zukommen. jan@snap.com ist meine E-Mail-Adresse. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ja, Jan, wir danken dir für deinen Vortrag. Sehr cooler, kurzer Ausflug in Snapchat und wie man dort sinnvolle Kampagnen umsetzen kann. Könntest du einmal kurz dein Screensharing beenden? Genau, dann kann ich nochmal die Fragen einblenden. Sehr cool. Wir hätten mal noch eine Kurzumfrage machen müssen, wie viele Lust haben, da irgendwie Ads zu schalten und wie viele momentan selber Snapchat-User sind. Ich glaube, bei unserer Zielgruppe wäre das wahrscheinlich nicht so viele. Aber schreibt doch gerne mal über die Fragenfunktion, wer selber aktiver Snapper ist. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man da nicht auch Ads schalten sollte. Wir haben eigentlich nur noch eine Minute für Fragen, aber das ist die falsche Frage. Sekunde, dann ich muss sie noch mal kurz raussuchen. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Alles wo okay. Haben wir ich habe ja mindestens, ich hab ja mindestens 3 heimliche Fehler gehabt heute. Wir sehen sie ja sonst auch alle über die Fragenfunktion. Dann blende ich sie darüber ein. Die beiden nehmen wir noch mal raus. Welches Kampagnenbudget sollte man pro Landingpage kalkulieren? Und wie wichtig ist das Creative und die Firma? Funktioniert alles bei Snapchat, auch wenn die Zielgruppe so jung ist? Das ist eine sehr, sehr lange Frage, aber vielleicht kannst du einfach mal auf das Erste eingehen. Welches Kampagnenbudget pro Landingpage? Was ist da so ungefähres Spektrum, was man da kalkulieren könnte? Nun, das hängt natürlich stark von der Zahlungsbereitschaft und auch vom Produkt ab und auch vom Targeting. Wenn ich jetzt sage, ich würde ganz Deutschland targeten und ich würde gerne Gefühl dafür bekommen, ob Snapchat die Lower Funnel Performance liefern kann, die ich gerne hätte, muss ich ja einplanen, dass ich ein paar Tage laufe in einem Basic Setup, dass man dann nochmal feststellt, okay, wie könnte man das optimieren? Dann setzt man die Optimierungshebel an und sollte diesen Optimierungshebel dann nochmal Zeit geben zu wirken. Das heißt, wir reden ja von ungefähr 3 bis 4 Wochen Test und in dieser Zeit empfehle ich, schon mit ungefähr 1.000 Euro an den Start zu gehen, wenn man ganz Deutschland targetet. Wenn man sagt, ich will jetzt sowieso nur Berlin targeten, ist das natürlich ein anderes Budget nötig. Aber sage ich mal, für ganz Deutschland so um und bei 25 bis 30k für einen Test, um einfach zu verstehen, ob Snapchat für mich funktionieren kann als Advertiser, ist eine ganz gute Hausnummer. Das aber ist es jetzt macht nicht schon Sinn, auf verschiedene Ad-Sets und verschiedene Landingpages zu testen und sowas. Ne? Also dann halt absolut. Dementsprechend mal 3, mal 4, mal 5 dann den Betrag rechnen. So, ne? Oder? Genau. Also da würde ich aber tatsächlich erstmal mich nicht auf die Landingpage konzentrieren, sondern auf die Creatives. Ja, okay, alles klar. Dazu vielleicht anschließend die Frage von Jennifer. Siehst du die auch gerade, die Frage? Ich lese die aber vor. Sie fragt, gebt ihr auch Creative Insights an eure Ad-Kunden aus? Ähnlich des Quality Scores bei LinkedIn, der ab eines gewissen Budgets ausgegeben wird. Hilft den Kreativen bei der Creative-Optimierung? Wie kann man sich da so das Selbst- oder den Lernprozess eines Werbeschaltenden bei euch vorstellen? Wir
anders als bei LinkedIn oder zum Beispiel bei Google kann man sich nicht sozusagen den Quality Score auslesen lassen. Wir haben so etwas wie einen Quality Score, da ist bei uns ein bisschen anders, aber das natürlich auch, um den organischen Wert einer Ad approximieren zu können, haben wir sowas auch. Aber da kann jeder Ad-Schaltende jederzeit auf uns zukommen und dann können wir hier sozusagen mit Insights helfen. Das ist aber nicht im Self-Service-Tool selbst einsehbar. Nur so, okay. Nur als Kontext, ja. Okay. Aber sonst im Zweifel hat man einen Ansprechpartner und du sagst dann mal und haust auf die Finger und sagst, ich habe das Gefühl, das wird nicht, mach mal lieber einen roten statt einen grünen Button oder? Ja, sowas kann man das absolut machen. Wir werden geben proaktives Feedback, aber man kann auch jederzeit sagen, okay, ich würde mir jetzt gerne mal Tipps einholen. Folgende Creatives würde ich gerne laufen lassen oder lasse ich gerade laufen. Wie könnte ich die noch verbessern? Da kann man jederzeit sich von uns Tipps einholen. Super, ja, Jan, dann vielen Dank, dass du da warst und dich hier eingeschaltet hast zu unserem digitalen Digital Bash, Programmatic Edition bei D3Con. Also, bis bald mal wieder und ciao. Danke euch, bis bald, ciao.